So Leute, also ein kleines Review, ihr seht ja selber, es ist jetzt ein anderer König und ja, zu meiner idiotischer Weise, ihr seht, wenn ich auf Escape gehe, beziehungsweise man kann auf Escape gehen und so wollte ich das neue Ding nochmal neu starten, denn wie gesagt, ich hatte mich in die falsche Richtung expandiert und ich bekam einfach keine Bauern mehr, weil ja, die müssten zu weit rennen und die Monster haben sie leider somit immer hingestreckt, aber ich habe mir gedacht, okay, starte die Sache, ich wollte eine Map neu starten, also die Welt. Und jetzt muss ich natürlich komplett alles vorne nochmal spielen. Aber okay, ich habe das jetzt schnell durchgerannt, wie gesagt, dass ich schnell das fertig gemacht habe, damit wir mal weiter starten. Und jetzt bin ich auf die neue Map gespannt. So, wir haben jetzt ein paar Leute hier und los geht's. Wir nehmen gleich ein paar Bettler mit. Aber ein paar Leute. Oh, wir haben jetzt sehr viele Bauarbeiter. Wir haben jetzt wie viele Bauarbeiter? Zack. 1, 2, 3, ein Bauarbeiter machen wir gleich und einen, wie soll ich sagen, einen Bauern, wenn es geht. Ich werde das so machen, ich muss natürlich erstmal schauen, in welche Richtung jetzt ein Camp ist. Zack, 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 passt. Damit wir, also wir machen auf jeden Fall, würde ich sagen, einen Bauarbeiter noch. Da haben wir 4 Stück haben. Und wir machen jetzt dreimal gleich Jäger. Passt. Dann machen wir auf jeden Fall die Mauer auf jeder Seite mal fest. Ich werde jetzt nicht 1000 Mauern bauen, aber eine machen wir Seite safe. Und in die Seite, wo wir expandieren, machen wir jetzt keine zweite Mauer. Also macht für mich jetzt in dieser Hinsicht keinen Sinn. So wie sollte ich jetzt zu Beginn machen. Schneller bauen. Leute, Junge, komm, komm, komm. Zack, zack, zack. Die machen wir gleich fertig und safe, dass das floriert ein bisschen. Das können wir noch nicht upgraden. Und ich bin jetzt ein bisschen dahinter gekommen mit dem Bauen. Wie gesagt, wenn man die Farm das erste Mal baut, geht nur ein Feld. Wenn man die Farm zweimal upgradet, gehen zwei Felder. Okay, also dann würden auch zwei Arbeiter erst Sinn machen. Ich würde sagen, wir graden jetzt gleich hier ein bisschen ab. Zack, zack, zack. Dass das, ja. Also wie gesagt, die Seite bleibt safe. Dann müssen wir erstmal die upgraden. Dass die, wie gesagt, dass wir die doppelt so stark haben. Ihr seht, jetzt haben wir natürlich eine gute Anzahl an Jäger. Denn wenn man das Spiel jetzt nochmal neu starten würde, ohne dass ich die erste Map gespielt hätte, hätten wir weniger Gold gehabt und wir hätten keine Ressourcen gehabt. Also, glaube ich, nur so ein Drittel vom Beutel gehabt, fast gar nichts, nur einen Bauern. Und ja, die zweite Map zu spielen, die ist größer, wahrscheinlich auch anspruchsvoller, wäre ein bisschen idiotisch. Also die Seite ist jetzt safe. Haben wir noch Bauern? Das können wir nochmal upgraden. Hier ist ein Jäger, okay. Können wir nochmal upgraden? Nein, können wir nicht. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen weiter expandieren. Also wir brauchen auf jeden Fall erstmal Fluss und alles. Hier kommt der Händler. Okay, jetzt wird es natürlich dunkel. Wir machen jetzt den Baum weg. Ich weiß nicht, schafft man das noch? Ich will jetzt nicht zu greedy sein. Weil das ist wieder so der Fehler von mir. Ich bin zu greedy und dann, ja. Wir können natürlich hier noch eine zweite Mauer machen. Also die Base, würde ich sagen, die könnten wir grundlegend doppelt sichern. Wir haben jetzt schon mal ein paar Bogner. Das ist sehr, sehr gut. Die sind natürlich jetzt safe. Damit hier nichts passiert. Zwei Mauern bei der Hauptbase und dann halt in diese Richtung, in die wir expandieren. Auf jeden Fall. Also jetzt schon selber hier sind gleich 4 Stück. Da geht schon was. Jetzt warten wir kurz die erste Wave ab, Leute. Ich denke mal, die kommt hier. Ich weiß halt nicht. Das weiß ich noch nicht so genau, in welche Richtung die kommen. Hey Udo. Sofort zurück. Sofort zurück. Alter, das war jetzt ein bisschen greedy. Udo wollte sterben oder so. Okay. Aber ich glaube, zwei, eine Doppelwave macht, also Doppelmauer macht schon Sinn. Wir können natürlich das nochmal. Warte mal, nein. Ich will jetzt das noch nicht upgraden. Denn ich will das mal ein bisschen in die Natur raus. Denn wenn Wölder sind, spawnen keine Tiere. Ich glaube auch in der Waves, also in der Space spawnen Tiere. Das würde ich erst nochmal upgraden, wenn wir wirklich sagen, okay, wir können ein Ding bauen. Das hier keiner ist. Also hier sind, es sind zwei Bügner. Und drüben sind alle. Das ist ein bisschen. Okay, ich glaube, das macht halt immer das aus, wo die sind. In dieser Richtung auch. Ja, kommen die Monster immer. So kann ich mir das vorstellen. Also hier. Zack, zack, zack. Ach, ich glaube, das ist so. Kann ich mir vorstellen, wie so ein Schrein. Und das sieht aus wie so ein Ritter. Oder ist das ein Bogenschütze? Ja, und es könnte auch ein Bogenschütze sein. Damit die Bogenschützen einen Buff erhalten, also dass sie stärker werden. Das wäre vielleicht eine gute Investition. Aber jetzt erstmal das hier weggemachen. Wir können natürlich schon das nochmal ein bisschen hochballern.
Nee, das geht nicht. Warum funktioniert das nicht jetzt? Aber das ist, weil die Mauer ein bisschen näher dran sein muss, dass man, wie gesagt, ne, okay, man könnte natürlich schon so ein bisschen Mauern weitermachen. Die schießen halt einfach so random hier rum. Jetzt ist natürlich das Camp vom Jäger weg. Das können wir natürlich jetzt upgraden. Wir wollen, stimmt, wir müssen gleich Leute rekrutieren. Die gehen ja sowieso extremst langsam. Hast du Gold? Hast kein Gold? Wie gesagt, ich hoffe, das Camp. Ja, ich sehe dir, das Camp ist noch hier. Das ist so ein kleiner, ja. Wie soll ich sagen? Cheat-Faktor. Zack. Komm her. Und jetzt würde ich sagen, gleich zwei Sicheln und jetzt bauen wir auf jeden Fall die Farm aus. Damit, wie gesagt, dass die Farm ist zwar eine gute Einnahmequelle, am Anfang eher weniger, da natürlich die Bauern etwas brauchen, ein bisschen, dass sie in die Gänge kommen. Aber nach und nach läuft es auf jeden Fall rein. Okay, hier so. Das müssten wir schaffen, bis dahin nach den Schreien. Dann könnte man hier die erste Mauer wieder zubauen, damit die Dinge safe sind auf jeden Fall. Wie gesagt, die zwei Bauern, die müssten jetzt durchbauen können. Das wäre schon wichtig, damit wir ein bisschen vorwärts kommen auf jeden Fall. Es war ein bisschen blöd, es sieht, wenn ich jetzt hier reingehe, neues Spiel, hier, man kann die Karte neu laden. Und das war so ein bisschen das Problem, was ich hatte. Was jetzt sagen, sieht, sagen wir, selbst Bäume abzuernten, bringt halt auch ganz schön viel Cash. Natürlich jetzt cool. So, Baum weg, dass wir weitermachen können. Komm. Zack. Komm, wir müssen jetzt durchbauen. Wir müssen hier die Mauer hinbekommen noch. Ich weiß nicht, der Schrein. Also, ich weiß nicht, was das für einen Sinn jetzt macht hier. Also, oh, jetzt kommt es bitte schnell, ganz schnell die Mauer. Aber das geht noch nicht. Wir müssen noch ein paar Bäume weghauen. Warum geht es nicht? Warum kann ich jetzt hier bitte schon keine Mauer bauen? Please, warum nicht? Das ist ein bisschen jetzt ärgerlich, das verstehe ich jetzt nicht. Warum in dieser Hinsicht? Es ist ja eh dunkel, wir müssen eh zurück. Wir könnten höchstens. Hört her. Wir könnten höchstens die Farm hier nochmal upgraden. Weil ihr seht ja selbst, die Farm ist halt hier vor dem Ding. Wo das Problem ist, wenn ich jetzt die upgrade komplett. Ne, wir graden die jetzt mal komplett ab. So, weil die Gebäude an sich wären ja nicht kaputt. Ich hätte halt sehr gerne da vorne noch was gemacht. Das wäre so ein bisschen das Ding gewesen. Ihr seht das selber, eigentlich, man sieht das selber, die Bauern gingen ja wieder nach Hause nach der Zeit. Also, ich glaube, das macht schon Sinn, sich ein bisschen so ein paar Farmen zu safen. Okay, hier ist einer, den können wir auch eine Arbeit geben, hat jetzt nichts. Wenn ich ein bisschen Geld habe. Sofort nur im Bogen hinterher, damit da was vorwärts geht. Ich glaube, jetzt ist es ein bisschen besser. Ja, wir brauchen am Beginn ein bisschen Bauern. Okay, sie kommen hier auf jeden Fall dieses Mal. Wir brauchen auf jeden Fall bald die Base besser und dann Katapulte auf jeden Fall, dass das safe ist auf jeden Fall. Dass ja keiner Geld hat. Das ist jetzt auch schon ein bisschen arg. Also, wenn wir jetzt hier einbauen, ich hoffe, die spawnt auch nicht irgendwie, oder? Der ist, hier steht der, okay. Die stehen einfach immer noch hier, also sie sind rekrutiert. Ah, hier kommt der zweite sogar. So, jetzt würde ich einfach mal diese Richtung runnen ein bisschen. Vielleicht finden wir so eine Kiste for free, wo ein bisschen Loot zum Snacken ist. Und da müssen halt die Armbrust schützen. Wie gesagt, der hier schwört nice. Der geht jetzt in die Richtung. Hier müssten wir halt bauen können, damit wir das hier, ja genau, jetzt könnten wir es wieder abfüllen, zwei Farmen hochziehen und dann müsste das Cash langsam kommen. Das wäre halt echt sehr, sehr wichtig. Ja, hier schier rennen ein bisschen, genau, in die richtige Richtung, der Jäger. Zack. So, und jetzt machen wir, oh, da können wir noch einen dritten Fass bauen, seht ihr, das rechts ist ja nochmal was, wir können noch eine drei, wir können so eine fette Farm hier hinzimmern. Es muss doch Gold geben. Da könnten wir ja theoretisch. Sind jetzt zwei Farmer hier schon, oder? Hier sind schon einer. Zweite Farmer ist hier. Wir haben jetzt, da können wir gleich hier, Leute, wir können ja gleich noch einen
eine dritte, die zweite Form aufzimmern. Das können wir gleich machen. Einer. Und er ist noch ein freier Bauer. Perfekt, dann machen wir noch die zweite. Zimmern wir auch gleich hoch. Los rüber mit dir, Junge. Los rüber mit dir. Ich glaube, die finden jetzt zurzeit nichts. Ja. Das Problem ist, wir müssen halt hier wieder in diese Richtung ein bisschen rausbauen, denn sonst wird das nichts. Aber wenn wir jetzt Bauern bekommen und alles, ich glaube, dann müsste es langsam laufen. Ich will halt ein bisschen Leute bekommen. Ich glaube, wenn wir so zwei so Höfe haben, dann geht's. Kannst du jetzt bitte mal dahinrennen? Ja, es wartet Werkzeug auf dich. Jetzt ernten wir schnell die ab. Bauen eine fette zweite Wave auf. Bitte Gold. Gold. Ihr seht schon selber, die erste Farm ist schon fast fertig. Die wir bald loslegen können. Dass hier keiner Gold hat, das gibt's doch gar nicht. Hat sie nicht ein bisschen Gold? Dass wir wenigstens eine kleine Mauer abziehen können. Genau. Die erste Mauer würde ich halt schon gerne hier aufziehen. Ja, es funktioniert sehr gut. Die würde ich sagen, die bauen wir noch. Und den Schrein, da bin ich nächstes Mal gespannt. Da muss mal ein bisschen was kommen. Das bauen wir gleich nochmal zu. So, perfekt, Leute. Langsam wird. Jetzt bin ich echt ein bisschen zuversichtlicher. Letztens war es ja so blöd. Das Camp war jetzt fast so weit hinten, wo die Brücke war. Und ja, bis ich die mal rekrutiert habe, die wurden halt instant geholt. Weil ich jetzt selber, wenn man keine Mauer bauen kann, ja, macht es halt nicht viel Sinn. Okay, es wird auf jeden Fall wieder hell. Das ist sehr, sehr gut. Vielleicht bekomme ich, hat nicht irgendeinen Euro oder so. Ein bisschen was, weil wir könnten nochmal Leute rekrutieren. Die müssen es halt mal liefern jetzt. Die müssen dann jetzt mal ein bisschen in die Production gehen, dass da ein bisschen was vorwärts geht. Aber an sich, ich glaube, läuft es echt gut. Das sind zwei Bauarbeiter. Das muss man halt upgraden. Das kostet fürs Katapult so zwei Leute. Bisschen Gold. Die haben halt gar nichts. Das ist so das Problem. Aber langsam wird's. Das Problem ist, die Jäger sind ein bisschen useless zur Zeit hier. Zack. Hat auch nichts. Dann machen wir halt noch ein paar Jäger. Wenn es so ist, dann machen wir einfach noch ein paar Jäger. Wie gesagt, Jäger sind essentiell wichtig. Zack, zack. Perfekt. Noch ein Jäger. Wie gesagt, oder Jäger oder Bogenschütze ist ja das gleiche, geht das ja hinaus. Die reparieren das jetzt. Dann schauen wir mal kurz hin. Ich glaube, unsere Bauern. Ja, langsam wird es. Das erste Feld könnte fast fertig sein. Ach Leute, hier arbeitet ja auch einer. Machen die aber so ein fettes Ding, weil jetzt die nicht zu viert arbeiten können oder so. Vielleicht haben die schon wieder was gefangen, weil wir haben hier dieses Gebiet komplett schon erweitert. Ne, anscheinend haben sie nichts gefangen. Hast du ein bisschen was gefangen? Ja, ein bisschen was ist auf jeden Fall drin. Ist hier irgendwo eine Kiste, wo ich noch ein bisschen was stibitzen kann? Hier geht es extremst weit. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zurück. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, Leute. Das ist ein bisschen nervig. Wie gesagt, wenn der Wald hier ist, dann frisst halt das Pferd nicht. Ja, und wenn das Pferd nicht frisst, ja, dann ist es ein bisschen ein Problem. Wie gesagt, man misst es halt übelst langsam immer. Zack. Frisst jetzt schnell, komm. So, dann bauen wir noch schnell das zweite Ding aus. Das ist auf die maximale Stufe. Anscheinend kann hier doch keiner arbeiten. Jetzt hätte ich gedacht, okay. Ach komm, wegen ein Gold kann die Farm jetzt nicht arbeiten. Das gibt's nicht. Wie kann ich jetzt. Den Buff kann ich schon machen. Und dann, Leute, würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich werde vielleicht noch ein kleines bisschen zocken, so ein paar Minuten, das bisschen Gold haben. Und dann machen wir auf jeden Fall nächstes Mal wieder weiter. Ich würde sagen, bis dahin und ciao, Leute.